Hey Leute, was geht? Plotze und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Channel. Heute gibt es ein neues Wer bin ich? Wir haben uns wieder Spieler für die anderen ausgedacht und der muss erraten, welcher Spieler ist. Kennt ihr. Ja, wird, denke ich, ein geiles Match. Ihr könnt auch gerne die alten Videos dazu angucken. Da haben wir schon ein, zwei Sachen zu hochgeladen. Kam auf jeden Fall mal mega gut an. Und ich denke, wir können direkt mal reinstarten und zeigen, wer wen hat. Ich habe für Danny den ausgesucht. Deine darf den Spieler erraten. Ich weiß nicht, wie schwer die sind, die anderen ausgesucht haben. Die lachen die ganze Zeit, deswegen habe ich mal den hier ausgesucht. Das ist ja cool. Dann wird er, glaube ich, auch Spaß haben, den zu erraten. Bedingung war 84 plus. Haben wir erreicht auf jeden Fall. Ja, dann fange ich mal an. Komme ich aus Europa? Ja, doch. Ich muss gerade erst mal überlegen, wen du hattest, ja. Spiele ich in Europa? Nee. Nö. Ja, spiele ich in Europa? Ja. Ja. Spiele ich in den Top 5 Ligen? Ja. Spiele ich in den Top 3 Ligen? Ja. Ja. Das soll schwierig sein? Nö. Spiele ich in der Bundesliga? Nö. Nö. Okay. Okay. Ich bin 84 plus. Ja, bist du? Ja. Bin ich Europäer? Ja. Spiele ich in Europa? Ja. Spiele ich in den Top 5 Ligen? Ja. Spiele ich in den Top 3 Ligen? Ja. Spiele ich in Spanien? Nein. Okay, ich bin Europäer, aber ich spiele nicht in Europa. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo ich spiele. Wo könnte man spielen? Entweder in USA oder in China wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal tippen. Mir fällt halt sonst nichts ein. Man darf ja keine Oder-Frage stellen, deswegen ist das ein bisschen broke. Dann sage ich einfach, spiele ich in einem Land mit über 200 Millionen Einwohnern. Ja. Ja. Das sind doch beide. Ja, deswegen. Jetzt habe ich ja die Frage gestellt, euch mal einen von den beiden spielen, weil ich keine Oder-Frage stellen darf. Also können auch noch andere Länder sein, aber ihr habt es ja jetzt hier schon eingekennt. Spiel ich in China? Nö. Okay. Okay, bei mir ist 50-50 Bundesliga oder Premier League. Deswegen. Spanien oder Premier League. La Liga oder Premier League. Deswegen frage ich, ob ich in La Liga spiele. Ja. Ja. Okay. Spiele ich bei den. Ja gut, Top 5 Clubs ist schwierig. Spiele ich bei einem Club, der schon mal Champions League Sieger war? Naja. Vielleicht irgendwann mal so 18, 13. Aber er war es noch nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Also was? Wer war es noch nicht? Ja, so Atletico zum Beispiel, Barcelona, Real Madrid. Also nee, so ein Team ist nicht. Okay. Ich bin aus der Top 3 Liga, aber nicht aus der La Liga. Also entweder Premier League oder Deutschland. Ja, ich sag einfach 50-50, bin ich in der Bundesliga. Ja. Ja. Okay. Spiele ich in der Champions League? Ja. Also aktuell in der Champions League. Ach so, ja. Ist das die Frage? Ja, spiele ich aktuell in der, also habe ich diese Saison in der Champions League gespielt? Ja, das ist so. Okay. Spiele ich bei einem der ersten beiden Clubs? Jetzt momentan, ja, oder? Ja, die ersten beiden aus der Tabelle. Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, dann muss ich ja mal ganz kurz schauen, wer momentan die ersten beiden in der Tabelle sind. Ja, nee, momentan spielst du leider doch im Top 2, glaube ich. Bin ich bei Bayern? Ja. Ich dachte, die wären noch Dritter oder so. Bin ich Spanier? Nein. Okay. Boah, Europäer, der außerhalb von Europa spielt. Okay, China war ehrlich dumm zu fragen eigentlich. Weil das ja alles gar keine Europäer sind, die da sind. So Hulk, Oscar und so, die haben eh kein 84 plus Rating. Stimmt. Die sind ja Spanier da zum Beispiel oder so. Bin ich Offensivspieler? Ja. Ja. Ja, schon. Ja. Ja, knapp. Hab ich schon mal ein Fallrückzieher-Tor gemacht? Weißt du? Ja, als ob wir jetzt jedes Tor bringen können. Keine Ahnung. Ja, ich glaube schon. Glaubst du oder weißt du? Schwierig. Oh, streich mir mal Zlatan Ibrahimovic kurz hier von der Liste. Warte, habe ich ihn gefragt, ob ich Offensivspieler bin? Ja. Haben wir ja gesagt. Also das heißt Stürmer oder linker Flügel, rechter Flügel? Na, dann frag direkt, bin ich Stürmer. Manchmal stehst du auch einfach nur auf dem Platz. Bin ich Ibrahimovic? Ja. Das war doch nicht so gut, Ding. Ja, welcher Europäer spielt sonst außerhalb von Europa, der so krass ist? Keiner. Und dankeschön. Ich Iniesta wäre noch der Einzige. Der hätte ja sogar 87er Rating. Ja. Ich bin in der La Liga, bin Europäer und ich soll nicht drauf kommen, weil es schwierig ist. Weiß ich nicht. Und ich bin nicht bei dem Champions League-Sieger-Club. Spiel ich Europa League? Weiß ich nicht. Ich muss so los. Das ist schwer zu sagen. Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass du um Abschied kämpfst, gell?
Wir gucken kurz nach, ob der in der Europa League spielt. Weil wenn es ein Nein ist, dann bin ich ja dran. Ne, die sind nicht international unterwegs, leider. Also auch kein Champions League Club im Moment. Weiß ich nicht. Also nicht in der Europa League international unterwegs. Hä? Du hast gefragt, ob Europa League. Und wir haben gesagt, nein. Ja, du hast nach Champions noch gar nicht gefragt. Ja, okay, ich bin bei Bayern. Mal. Warte mal. Es muss ja nicht im 84er, da kann ja auch ein Walkout sein, ne? Kann alles sein. Ja, kann alles sein. Ich frage einfach, ich muss das hier eingrenzen. Bin ich ein Walkout? Ja. Okay, bin ich. Cool. Gibt ja immer noch genug bei Bayern. Ja, bin ich Verteidiger? Ja. Mhm. Bin ich Deutscher? Ja. Mhm. Jetzt gibt es nicht mehr so viele. Mhm. Bin ich Innenverteidiger? Ja. Vielleicht. 50-50. Okay, jetzt habe ich 50-50. Boateng. Ja. Bra. GG. Ja, warum fragst du auch genau das? So, frag mir erstmal, ob du Pole bist. Ja, ich habe gefragt, ob ich Verteidiger bin. Moin. Du hast Videos an sich durch, jetzt lassen wir Sakul noch eine halbe Stunde raten, bis er draufkommt. Ich werde selbst nicht draufkommen. Stell ein paar Fragen. Stell einfach ein paar Fragen. Bin ich mehr als 5000 Coins wert in FIFA? Nee. Also wenn das ein richtiger Abstoß. Also wenn gerade SBCs am Start sind, ja. Also eher so ein Abstoß 84er. Bin ich Spanier in der La Liga? Ja. Gibt's auch nur ein paar. Ja. Bin ich defensiver Spieler, also sprich Verteidigung und Torwart so? Nein. Bin ich Mittelfeldspieler? Ja. Ja. Ich bin kein Walkout? Nein. Also du bist kein Walkout. Ich habe keine Ahnung, wer bei diesem kleineren Club spielt. So. Versuch mal einen Club rauszufinden. Habe ich mal bei einem Top-Club vorher in der spanischen Liga gespielt. Ja. Bin ich Illaramendi. Ja. Stark, Junge! Stark! Sehr gut! Das war gut, ja. Ja, schon hart zu erraten. Ich habe kurz überlegt, ob ich William Carvalho nehmen soll, der war auch wow. Ja, das Ding ist, als die ihre Spiele ausgesucht haben, haben die ganze Zeit gelacht. Ich dachte, die haben auch so Spieler, dann habe ich halt auch was Schweres genommen. So, Glückwunsch, Jenny. Dankeschön, danke. Hast krass gespielt, war auch ziemlich easy, aber ich bin Ehrenmann. Sakul, schade. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Video gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es uns gerne über die Kommentare wissen. Wir sind raus. Peace out und ciao. Ciao.